Achtung, Spoiler, das ist unser heutiges Gericht. Was da alles drinnen ist und wie das funktioniert, das zeigen wir euch heute. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Wir sind heute da im wunderschönen Pinzgau in Maishofen und ich habe schon ein paar neue Freunde gefunden. Und da dreht sich heute alles nämlich um den Rohstoff, den unsere Freunde da liefern, nämlich die Milch, für unser sogenanntes Alpeneis. Und da machen wir heute ein super sommerliches Dessert. Ingrid, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus. Markus. Du, ich mache heute ein richtig cooles Dessert. Ja? Ja. Und ich habe gehört, es gibt ein Alpeneis. Mhm. Jetzt haben wir gedacht, ich schaue bei dir vorbei und bin auf Missy-Eis gekommen. Wie seid ihr zu dem gekommen? Warum gibt es Missy-Eis? Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin seit 30 Jahren mit IT selbstständig und habe mir gedacht, es muss noch was anderes her. Nachdem ich ein Genussmensch bin, muss was mit Lebensmitteln sein. Und natürlich Eis ist das Beste, was man machen kann. Das ist kreativ, das schmeckt an jeden. Unser wichtigstes Produkt ist Milch, also Kuhmilch. Das ist von Hörnerkühen, direkt aus der Gegend, kriegen wir jeden Tag frisch in Kannen geliefert. Und ich habe ja schon gesehen, ihr habt unglaublich viele Sorten. Also das ist ja wirklich, von wie vielen Sorten reden wir denn da ungefähr? Schau, das Problem ist, dass das Lustigste am Eismachen das Erfinden von neuen Sachen ist. Und das Team, denen taugt das eh nicht so recht, dass mir dauernd was Neues einfällt. Aber ungefähr ja, 50er, 60er werden es schon sein. Grundsorten. Und aus denen machen wir ja dann, schau, solche Eisdesserts, fertige mit Sauce und allen oder solche Schnitten. Das heißt, wir haben eine Eispatisserie eigentlich. Ja, und bei der Eisproduktion, da wird wahrscheinlich auch ein relativ hoher Energiebedarf sein. Gell? Wie deckt ihr das ab? Versorgt ihr euch selber oder wie seid ihr da aufgestellt? Also wie ich es geplant habe, war mit Energiesparen das noch gar nicht so aktuell. Trotzdem haben wir das ganze Dachl voll mit PV-Anlage und wir gewinnen die Wärme zurück von den ganzen Kühlanlagen, die ja sehr viel Wärme produzieren. Mit dem kühlen wir im Sommer die ganze Anlage und im Winter heizen wir. Wasserkreislauf ist auch geschlossen, das heißt mit warmem Kühlwasser wird mit einem Kaltwassersatz wieder kalt gemacht. Wir wollen so wenig wie möglich verschwenden, ob es jetzt Lebensmittel sind oder ob es Energie ist. Schau Markus, da sind wir im Herzstück Küche und Backstube von Missy. Wir natürlich in der Superkluft, oder? Also ist ja Pflicht, ne? Eisproduktion. Ich muss da jetzt ein Rezept entlocken. Du musst mir jetzt irgendwie erklären. Die Geheimnisse wie man da sage ich dann natürlich nicht, aber im Wesentlichen ist ein Eis ja ganz einfach. Man nimmt die beste Milch, die es gibt, ein paar verschiedene Zuckerarten. Wir dann auch noch Gemüsefasern dazu, ja, dass es auch noch besser bekömmlich ist und eine gute Konsistenz hat. Alpenmais halt, gell? Nicht so ein latschiges Dings. Dann kann man einfach die Geschmackszutaten dazu, wie eine Vanille oder was man halt immer da machen würde, eine Schokolade. Der Kakao ist schon seit Jahrtausenden ein gefragtes Lebensmittel. Der Kakaobaum, der heißt auf Latein Theobroma, was so viel heißt wie Götterspeise. Um das 17. Jahrhundert herum ist er zu uns nach Europa gekommen. Da erstmal nur als Arzneimittel. Er hat nämlich zahlreiche Mineralstoffe enthalten. Kalium, Calcium, Magnesium, Zink und Eisen. Aber auch Vitamin E. Die Flavonoide sind enthalten, die wirken sich super auf unsere Blutgefäße aus und er wirkt nur stimmungserhellend und aufheiternd. Außerdem hat er nur ganz viele Antioxidantien drinnen, die super als freie Radikalenfänger wirken. Er hat nur die Alkaloide Theobromin und Theophyllin enthalten, die wirken anregend auf unser Nervensystem und auf unseren Blutkreislauf.
Das richtig gesundheitsförderliche Kakaopulver hat nichts mit dem zu tun, was wir so klassisch als Kakao verstehen, sondern das ist wirklich zum Beispiel der hohe Anteil in einer Schokolade, also der hohe Prozentanteil von Kakaomasse, oder man macht aus einer Rohkakaomasse selber ein Kakaogetränk, oder man nascht ganz einfach Kakaonips oder gibt sie übers Müsli. Wie viel Vanilleschotten braucht ihr da so im Durchschnitt? Im Monat so 2 Kilo. Ja, wir sparen nicht damit, weil unsere Kunden wollen halt einfach was Gutes haben. Das kostet ein bisschen mehr, aber du weißt, das ist was Echtes. Ja. Die Vanille ist eine Orchideenart und sie schlängelt sie dickfleischig an Bäumen entlang. Die Vanilleschote ist eine Kapselfrucht und die ist gelb. Erst durch die Fermentation wird sie dann schwarz. Ursprünglich stammt sie aus Mexiko. Die Vanille muss teilweise mit Hand bestäubt werden. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sie zu den drittteuersten Gewürzen dieser Welt gehört. Die Ernteerträge sind sehr schwankend, darum hat man dann künstlich den Aromastoff Vanillin hergestellt. Aber das echte Vanillin ist mit nichts zu vergleichen. Es ist irrsinnig geschmacksintensiv und hat auch zahlreiche positive gesundheitliche Aspekte. Es wirkt antibiotisch, zellregenerierend und hält unsere Stimmung auf. Die Vanilleschote, die wird erst einmal ausgekratzt, also das Fruchtfleisch und die Samen, die werden rausgekratzt und die kann man dann zum Würzen verwenden. Dann kann man die Vanilleschote noch in die Milch geben und man hat dann eine tolle Vanillemilch. Jetzt mache ich heute eine Pinzgauer Niede, aber sie ist nämlich eine Nussniede. Das ist mein Plan für heute. Okay. Und jetzt musst du mir empfehlen, was nehme ich am besten für Eis dazu? Ja, eigentlich bist du der Koch, aber ich tat Edelbitterschokolade. Okay. Vielleicht mit ein bisschen Tonka. Die Tonka-Bohne stammt aus dem nördlichen Südamerika und sie gehört zu den Schmetterlingsgewächsen. Wenn die Frucht reif ist, also die schaut aus wie eine Mangofrucht, werden die Tonka-Bohnen rausgeerntet und dann ganz kurz in Alkohol eingelegt. Danach werden sie für mehrere Monate zum Trocknen aufgelegt. Sie schmeckt ganz wunderbar nach Vanille, Mandel, Marzipan und hat einen ganz einen wohltuenden Geruch. Und das kommt vor allem vom enthaltenen Kumarin. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der zahlreiche positive gesundheitliche Wirkungen auf uns hat. Man soll aber auf einer Überdosierung aufpassen. Wenn man jedoch die Tonka-Bohne ganz normal als Würzmittel verwendet, dann passiert das nicht. In Südamerika wird sie in der Volksheilkunde bei Verdauungsbeschwerden, gegen Husten, gegen festsitzenden Schleim, zur Stärkung des Herzens, aber auch zum Beruhigen und Entspannen verwendet. Man kann die ganze Tonka-Bohne verwenden, dass man sie vielleicht einfach direkt ins Gericht gibt, oder man reibt die Bohne und verwendet sie so für Süßspeisen, aber auch für Geflügel-, Fisch- und Hummergerichte. Ja, riecht gut, gell? Und so eine Tonka-Bohne kannst du auch ins Geldtaschen legen. Hat welchen Sinn? Ja, die Südamerikaner sagen, das zieht Geld an. Musst du mal probieren. Okay. Oder? Genau. Und jetzt muss man das pasteurisieren. Und das ergibt dann so eine richtig schöne cremige Eisbase. Okay, das heißt, das pasteurisiert jetzt, dann ist es ja eigentlich heiß. Genau, und dann kühlt er wieder. Kühlt er wieder. Je schneller er kühlt, desto besser wird das Eis. Deswegen ist das eine gute Maschine. Und jetzt brauchst du nur mehr Druck. Jetzt hat es piepst. Ja, das war's. Jetzt kommst du außer, drauf. Jetzt darf, oder? Ja, das wird der schon mal machen. So, jetzt müssen wir quasi ablassen. Jetzt druckt das Eis runter, mach auf. Ja. Wow, ist das cool. Das müssen wir jetzt gleich verkosten. So, jetzt muss mir irgendwer wegholen vom Eis. Weil sonst garantiere ich für nichts. Ein bisschen was muss halt bleiben, gell? Das ist für deine Niede. Ja? Thank you.
Wir sind jetzt da angekommen in der Fliegerei bei uns und da werden wir uns jetzt kümmern um unsere Nussniederei. Niederei kennt wahrscheinlich jeder, aber eher in den anderen Varianten, wahrscheinlich mit Sauerkraut oder mit Apfelmus. Wir machen es heute ein bisschen anders, nämlich mit Nüsse. Hat ein bisschen mehr Dessertcharakter, weil das braucht man natürlich für unser Eis. Und da starten wir jetzt als allererstes einmal mit unserem Kartoffelteig. Unsere durchpressten, ausgedämpften Kartoffeln, die haben wir vorher gekocht. Mit der Schale natürlich, dann kurz auskühlen lassen, schälen. Man kann natürlich auch die Kartoffeln am Vortag kochen. Ja, sollte man es aber dann ein bisschen warm machen, damit sie nicht ganz kühlschrankkalt sind. Da geben wir jetzt dazu unser Mehl und unsere Dotter. Und den Teig müssen wir jetzt relativ zügig abkneten, damit der nicht zu batzig wird und damit wir nachher natürlich schöne Niederei formen können. Jetzt stauen wir unsere Arbeitsflächen ein bisschen und beginnen einmal mit der ersten Runde und holen uns so eine schöne Wurst, so stark und so dick, wie ich meine Niederei gerne haben möchte. Und jetzt können wir die mit dem Messer einfach in schöne Stückchen schneiden. Da habe ich jetzt auch gleich einen Energiespartipp für euch. Wir sind natürlich heute energietechnisch sehr gut aufgestellt. Wenn ihr allerdings noch mehr Energiespartipps haben wollt, dann einfach mit der Alexa fragen. Wenn unter euch auch ein paar so richtige Naschkatzen sind, dann freue ich mich jetzt, wenn ihr unser Video liked und unseren Kanal abonniert. Den ersten Teil haben wir jetzt erledigt. Wir haben eine super schön goldbraune Niederei und die werden wir jetzt noch verfeinern mit unseren Nüssen. Und für das brauchen wir jetzt ein bisschen zerlassene Butter. In der zerlassenen Butter tun wir unsere Haselnüsse, ein bisschen an Zucker, weil ich brauche es halt ein bisschen süß, kurz anrösten. Und da geben wir dann unsere Niederei rein, schwenken das gut durch und dann können wir schon anrichten. Nussniederei sind jetzt fertig angerichtet, schauen richtig gut aus und ich bin schon gespannt beim Verkosten, wie das mit dem Eis zusammenpasst, nämlich mit unseren drei Sorten, Vanille, Tonkabohne und Schokolade. Die richten wir jetzt noch an und dann werden wir das Ganze einmal ausprobieren. Das Beste kommt zum Schluss. Ich darf jetzt probieren, meine Nussniederei und das richtig gute Missi-Eis, Alpeneis und Mahlzeit. Heute haben wir wieder ein absolutes Highlight mit unserer Nussniederei. Und wenn ihr noch mehr Highlights haben wollt, dann gibt es da noch mehr.